Hallöchen. Hallo. Was hast du da mitgebracht? Jawohl. Hi. Ja. Ja. Wie heißt du? Tarkan. Tarkan. Ja. Für mich? Ja. Dankeschön. Ich habe Songs für die Jubiläumsstaffel selber geschrieben, wenn ich das nachher noch präsentieren dürfte. Mit euren eigenen Songs interpretiert drin. Oh, schön. Ja. Oh mein Gott. Ja, Tarkan, dann wir müssen es irgendwann hinter uns bringen. Ja. Ne? Also, was singst du für uns? Heute singe ich von Tarkan, Kiss, ja. Kiss. Okay. Und als zweiter Song habe ich von Jürgen Treves Ein Bett im Kornfeld, Schlager. Ja. Und ein englischer Song habe ich auch von Alice Merton, No Roots. Okay. Leg mal die Zettel so lange aufs Klavier, dann bist du ein bisschen freier. Genau, ja. Der ist doch auch Tarkan und du hast auch Tarkan. Ich heiße auch Tarkan und ich singe auch. Achso, das passt dann ja, wie Faust aufs Auge. Eben. Eben. Let's go. Hey. Yeah. Let's go. Ich bin einfach im Gesamtpaket der neue Superstar 2023. Çoğlatıyor Ağzında sakası şişirip Arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük Babamız sahneli güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye Mahpotlar mahvolduk Seni gidip fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküldü belam Yakalarsam Okay. Ja, ich fand also zwei Teile ganz gut. Ja. Einmal, als du diesen Kuss nachgemacht hast. Und der zweite Teil war, als du aufgehört hast. Du kannst einfach nicht singen. Also die Stimme klingt wie eine Katze. Aber hör mal, was die Mädels sagen. Das war absolut gar nichts. Warte, ich habe ja noch andere Songs. Ich kann mit der Stimme variieren. Gib mir doch einfach eine Chance. Du hast ja auch erst zwei Urteile gehört. Vielleicht sagen ja Katja und Pietro irgendwie, du warst super. Mein Bruder. Ein Strahlemann wie fast keiner hier, aber auch eine Stimme wie wenige. Und das ist nicht so gut, leider. Ich handel mit euch, ist mir egal, bitte. Oh. Ich bin hier, ich gebe mir wirklich die Mühe und ich strenge mich an. Diese Stimme hat einfach was, finde ich, das kann man trainieren mit den ganzen Chor. Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Gib mir doch die Chance, bitte, Dieter. Nein. Doch, das kann, kann man. Ich, kann doch. Ich nicht machen, das ist ganz schlimm. Du bist ja einer der... Deep, you have my heart inside your hand, but you played it. Irgendjemand in deiner Familie oder von deinen Freunden muss dir doch sagen, dass du nicht singen kannst. Ja, klar, aber ich gebe trotzdem nicht auf. Es ist wichtig, ich dass weiß. Man nicht aufgibt, aber vielleicht hast du andere Bereiche, wo du nicht aufgeben solltest, weil die Musik oder das Singen zumindest für den professionellen Weg solltest du auf jeden Fall aufgeben. Man will doch was machen, wo man... Hör mir mal zu, Tarkan. Ja. Man muss doch was machen, wo man Erfolg hat irgendwie. Mach Show, mach irgendwas, was dir liegt, wo du strahlen kannst. Und du strahlst auch so schon. Ja. Aber nicht im Singen. Hier. Ernsthaft?
will den anderen. Siehst du nicht? Ich würde den so gerne geben. So, Recall. Pietro. Ja, ich danke auch dafür, aber ich möchte den Original, bitte. Können wir dich geben? Ich gebe dir einfach, damit du sagen kannst, dass du wenigstens ein Jahr bekommen hast von mir, ein Jahr. Weiter kommst du leider nicht. Aber du kannst sagen, du hast von Katja das Jahr bekommen. Und ich habe ein Autogramm von dir. Hier, ja. Nimm den mal. Und du hast den Zettel. Cool. Wirklich, das ist nicht... Halt mal fest, nicht, dass ich einen nimmt. Ich wollte den da haben. Den kannst du nicht. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Lass mich kurz überlegen. Bitte, ich hab doch was drauf, wirklich, ich beweise es. Lass mich... überlegt, nein. Du? Du bist ein cooler Typ, aber... Ja, danke. Aber stimmlich, wirklich, man kann mit manchen Leuten arbeiten, man kann viel drehen, aber nicht bei allen. Du kannst da stehen bis in die Steinzeit. Ja, ich hab sie gewählt, gib mir ein Jahr, dann bin ich eine Runde weit und bitte. Bitte, gib doch mir ein Jahr, bitte. Pietro, du eins. Einmal Konfett, bitte. Oh. Jetzt, Melodie einschalten, bitte. Einmal Konfett. Ich kann nicht mehr. Land. Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, ob ich in der Band. Du machst es auch von jeder Nummer zu Nummer noch ein bisschen schlechter, dass wir dir den noch weniger geben können. Nein, das kann nicht sein. Dieter, komm bitte. Da bring dich eine raus. Oha, okay. Sag uns aber lieb, wenn du lieb bist. Ja. Ja. Kann aber auch anders. Sag ja, wenn du lieb bist. Danke. Okay, macht's gut. Wow. Tschüss, danke. Ciao. Ich dachte ja kurz mal, er nimmt sich einfach den Zettel und läuft raus. Ja, der war ja nicht zu beruhigen. Ja, der hatte sich natürlich vorgenommen, eisenhart, ich gehe da nur mit diesem Zettel raus. Ich gebe trotzdem nicht auf, ich sing trotzdem so für mich.